Deshalb hat sich die Schülerin am Mittwoch im Oberstufenzentrum Johanna Just für eine Knochenmarkspende typisieren lassen. Das heißt, sie hat eine Speichelprobe abgegeben, bei der sie Zellen ihrer Mundschleimhaut entnommen hat. 30 Sekunden, länger dauert es nicht. Sich für kranke Menschen zu engagieren, ist für die 19-Jährige eine Selbstverständlichkeit. Im Endeffekt soll man ja was für andere Menschen tun. Ich denke, das ist auch wichtig, wenn man die Möglichkeit hat. Dann sollte man das machen. Man würde ja auch sich selber wünschen, oder wenn man Angehörigen hat, der sowas hat, dass jemand anders sich bereit erklärt, was zu tun. Deswegen denke ich für mich, dass das die richtige Entscheidung ist, sowas zu machen. Mit der Probe können Ärzte später feststellen, ob Neles Gewebemerkmale übereinstimmen mit denen eines potenziellen Patienten. Doch das Verfahren ist nicht gerade kostengünstig. Jede Typisierung kostet die deutsche Knochenmarkspenderdatei 50 Euro. 50 Euro setzen sich zusammen aus Laborkosten und Transport, und wir sind auf Spenden angewiesen. Also man muss einfach versuchen, so viel wie möglich an Spenden zusammenzubekommen, da keine Krankenkasse dafür die Kosten übernimmt. Und deswegen ist es eben so schön, dass eben auch zum Beispiel hier heute die Schule im Vorfeld Spendenaktionen gestartet hat mit Kuchenbasar, und da sind wir unheimlich dankbar dafür. In ihren Ausbildungsbetrieben und durch Spenden konnten die Schülerinnen und Schüler so schon über 2000 Euro sammeln. Die Gewebeprobe ist aber erst der Anfang. Sobald ein Patient die Spende braucht, erfolgt der eigentliche Eingriff im Krankenhaus. Über die Risiken sind sich die Spender bewusst. Ich denke, Angst ist normal bei solchen Eingriffen. Sollte man auch haben, denke ich, ein bisschen Respekt vor der Sache, die da mit einem gemacht wird. Aber im Endeffekt das Gefühl hinterher, denke ich, ein Menschenleben gerettet zu haben, ich meine, das entschädigt doch dann ungemein. Knochenmarkspenden kann jeder gesunde Volljährige, der nicht älter als 55 Jahre ist und mindestens 50 Kilo wiegt.